Servus Leute, mein Name ist Wuli und ja, wieder, naja, ein paar unrealistische Dinge in Minecraft. Es muss ja auch einfach alles unrealistisch sein. Diesmal sind es nicht so viele wie letztes Mal, aber immerhin. Nummer 1 ist der Zaun. Oder nicht der Zaun, die Zauntore. Zauntore sind blöd. Die Zauntore, egal aus welchem Holz. Man kommt nicht durch. Ne? Man kommt nicht durch, man kommt nicht drüber, weil es ja eine Stufe obendrauf ist sozusagen, die man halt nicht sieht. Man kommt nicht durch. Auch nicht oben drüber. Aber wenn man die dann aufmacht, dann. Hä? Ja klar, muss man ja durchkommen, aber. Was zur Hölle? Ah, nicht das Inventar. Hä? Was zur Hölle? Ich gehe durch diesen Pfeiler oder was das ist? Bin ich ein Geist, der durch Wände gehen kann? Ja, bin ich. Nein, aber jetzt mal ernsthaft. Hä? Ich verstehe es nicht. Egal, ich gehe zum nächsten. Nummer 2 sind wieder diese Fackeln. Die machen das Leben auch nicht besser. Also nicht nur die Fackeln, sondern auch diese Knöpfe. Wir haben hier ein, ja, Wasser, wenn wir da reingehen, und hier ist ein Knopf. Und jetzt hier kein Wasser mehr. Dieser Knopf hält das Wasser zurück. Was ist das denn? Hä? Das müsste, im echten Leben fließt das doch um diesen Knopf durch. Aber dann, wenn man das dann mit einer blöden Fackel macht, man macht eine Fackel hin und nimmt sich das Wasser. Dann wird die Fackel. Hä? Dann wird die Fackel weggespült. Hä? Hä? Dann müsste doch der Knopf auch weggespült werden. Hä? Nummer 3 ist der längste Arm der Welt. Minecraft-Spieler haben den längsten Arm der Welt. Ich habe jetzt den Block hier und ich kann einfach zum Beispiel diesen Block nach da ganz hinten setzen. Hä? Hä? Oder ich kann den Block nach da ganz oben setzen, ohne dass ich springen muss. Also, ich verstehe es nicht. Hä? Was ist das? Im echten Leben, da kann man gerade mal vielleicht ein. Nee, da kann man noch nicht mal einen Meter von sich irgendwas hinstellen. Und in Minecraft kann man. Ich meine, ein Block soll ja 1 Meter sein. Einmal 1 Meter. Also 1 Meter breit und 1 Meter lang. War das jetzt richtig? Egal. Auf jeden Fall, es ist 1 Meter hoch, 1 Meter breit und 1 Meter lang. So, genau, so ist richtig. Und das ist. Ich habe da. 5 Blöcke hoch, konnte ich noch einen Block setzen. Also 5 Meter über mir kann ich irgendwas hinsetzen? Und dann noch auf einen Baum? Nummer 4 sind die Erze. Ja klar lieben alle Erze. Aber es ist unrealistisch. Wir kennen natürlich das Golderz, das Diamanterz, das Lapis-Lazuli-Erz, das Redstone-Erz. Ja, das Kohleerz. Und natürlich auch das Eisenerz. Das findet man überall. Aber wenn ich jetzt mir das Eisenerz zum Beispiel rausnehme und hier schmelze. Eisenbarren. Ja klar. Toll, aber wo ist der Stein? Wir haben doch. Das ist doch in Stein drin, wie man sieht. Das ist doch ein Stein. Und da drin ist Eisen. In diesem Stein. Und wo ist jetzt der Stein? Und Stein, kann man Stein schmelzen? Kann man Stein in einem Ofen schmelzen? Ja gut, dann vielleicht in einem Schmelzofen, aber wo ist dann der Stein? Ist der einfach hinten so rausgefallen oder was? Man kriegt nur Eisenbarren, aber Eisenbarren will ich nicht. Ich will Stein. Mann! Und als Bonuspunkt sowas ähnliches mit diesen blöden Zauntoren. Man kann durch Schilder rennen. Man kann einfach durch Schilder rennen. Wieso kann man durch Schilder rennen? Und wenn man da jetzt mit einem Bogen raufschießt, dann geht das da durch? Hä?
Bei Falltüren ist das doch auch nicht. Da geht das doch auch durch dieses Mini-Loch da nicht durch. Das bleibt doch da stecken. Hä? Was ist das denn? Das steckt da jetzt drin? Das ist doch nicht normal. Das steckt in der Luft. Und außerdem, was ist mit meinem Boot kaputt? Was ist das für ein Grafikfehler? Wenn dir diese, naja, 4 und ein Bonuspunkt unrealistischen Dinge gefallen haben, kannst du ja einen Daumen hoch und dein kostenloses Abo, wenn noch nicht geschehen, dalassen und kümmert euch um diesen Bogen. Naja, und ja, macht's gut, euer Bulli. Ciao.